Bink Video. Illusion Softworks. So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Ich habe schon mal vorhin das Spiel mal kurz gestartet und geguckt, ob es überhaupt funktioniert. Deswegen habe ich schon mal unser Spieleprofil angelegt. Das starten wir jetzt mal. Mafia, das ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele, ne? Das, Leute, die Story, die müsst ihr euch so reinziehen, die bombt alles weg, ey. Da ist so ein Hollywood-Blockbuster nichts gegen, wirklich nothing. Damit wir mal direkt ins Spiel reinkommen, spielen wir erstmal die Einführung, aber ohne Scheiß, ey, ihr müsst euch das Spiel ansehen, ne? Das ist so geil, die Story, ey, am Ende, ne? Ey, ich sag jetzt noch nicht so viel, ne? Ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber das ist schon einige Jahre her. Das ist so göttlich, das Spiel. Deswegen spielen wir erstmal die Einführung. Okay, Junge, hier lernst du, was ein richtiger Mafioso können muss. Jeder der Schurken hat einen Kompass in seinem Kopf, der ihm die Richtung anzeigt, in die er gehen muss. Und jetzt folge deinem inneren Kompass und geh zu der Bühne, auf der der Tisch steht. Ja, dann wollen wir mal die Einführung spielen. Bist du sicher, dass dir niemand folgt? Nö, doch, sind wir uns. So, wir gehen zu der Bühne. Missionsziel F1, okay, das müssen wir uns merken. Ich habe jetzt die Steuerung gar nicht geändert. Mal gucken, wie die so ist. Gut, klettere auf die Bühne. Pass auf, dass du deinen Anzug nicht versaust. Null, das ist ja bescheuert. Warte mal, das müssen wir direkt mal ändern. Steuerung, springen. Space nehmen wir. So. Mal gucken, was jetzt als nächstes so bescheuert kommt. Du bist beim Klettern sowieso schmutzig geworden. Dann übe doch gleich noch die seitliche Rolle. Du benutzt dem Don wenig, wenn dich gleich die erste Kugel erwischt. Hey, mach mal seitliche Rolle, Alter. Ah, okay, müssen wir noch zweimal nach rechts. Und jetzt geht zum Tisch. In seiner Nähe erscheint unten links auf dem Bildschirm das Ausrufungszeichen-Symbol. Das ist die Aktionstaste. Das Aktionstastensymbol weist darauf hin, dass du in der aktuellen Umgebung eine Aktion ausführen kannst. Okay, wir nehmen mal... Ja, wir müssen hier alles verstellen, ey. Warte mal. Ducken. Nehmen wir mal hier. Feuer, Aktionstaste, nehmen wir mal F. Nein. Dann können wir hier irgendeine Zahl nehmen. So, Aktionstaste ist F. Springen leer. Zielen. Ach du Scheiße. Rechte Maustaste. Okay. Das ist soweit in Ordnung. Okay. Zurück. Hier kannst du die Waffen vom Tisch nehmen. Also los, nimm sie. Oh ne, das hasse ich so, ey. Jetzt hat sich das alles verstellt. Oh, geil, ey. Das ist wieder noch auf Standard. So, ducken können wir auf jeden Fall mal ändern und springen. Alles andere, glaube ich, kommen wir mit zurecht. Können wir uns ja merken. So, Aktionstaste. So, Code Detective nehmen wir und einmal noch so ein anderes. Du kannst Code. Noch eine Aktion auf der Bühne ausführen. Versuch sie zu finden. Na, wahrscheinlich hier das Ding sprechen, ne? Ich möchte Ihnen allen für diese Auszeichnung danken. Gott, ich komme mir vielleicht vor. Mach dich nicht lächerlich. Es wird Zeit, sich mit ernsteren Dingen zu befassen. Wähle eine Waffe aus deinem Inventar. Ich nehme den Code 911. Ihr wisst schon, was ich meine. So, muss ich jetzt die Dinger abschießen oder? Alter, voller Scharfschütze, oder? Krasser Typ. Und jetzt? Ja, hier ist noch was. Ah, brauchten wir aber gar nicht. Wir haben uns ja nicht verletzt. So, runter. Haben wir alles abgeschossen. Was soll man jetzt machen? Kollege, sag doch was. Wahrscheinlich jetzt rausgehen, oder? Okay, Tür ist noch zu. Was soll das denn? Missionsziele. Öffne das Inventar, wähle eine Waffe. Okay, nehmen wir jetzt die andere Waffe. Oder? Mal sehen, wie du schießen kannst. Schieß die Dosen vom Tisch. Dein Ernst? Lade vorsichtshalber immer nach. Man kann nie wissen.
Aber denk daran, wenn du ein Magazin fortwirfst oder eine Kammer leerst, die nicht vollständig leer ist, verlierst du wertvolle Munition. Ja, das ist halt anders als bei GTA. Wenn man einfach das Ding wegschießt, wegnimmt. So, ich bin noch fertig. Verdammte Scheiße, was soll das? Was soll das denn? Ich bin noch fertig mit Abschießen. Nachladen drückst. Waffe laden. Okay. Was denn, blöde Taste? Können wir das vielleicht verändern? Nachladen. Hier. Ja. Scharfschutzmodus, nehmen wir mal T. Das wird jetzt die Steuerung nicht großartig verändern. So. Missionsziel. Du solltest außerdem lernen, die Waffe so schnell wie möglich zu wechseln. Guck mal, wie schnell ich die wechseln kann. Schnell genug, oder? Auch als Mafiosi kann man nicht einfach mit der Knarre in der Hand herumlaufen. Die Bullen buchten sich sofort ein, wenn sie sehen, dass du eine Pistole trägst. Versteck jetzt deine Waffe. Okay, haben wir gemacht mit H. Nimm jetzt den Baseballschläger vom Tisch. Welcher Baseballschläger? War der ein Baseballschläger? Ach, der ist... war der auch vorher auch da? Nein, der ist doch gerade dahin gebeamt worden, oder? Du kannst nicht alle verfügbaren Waffen unter deinem Mantel tragen und verstecken. So, wenn du neben einer großen Waffe, wie einer Schrotflinte, eine weitere Waffe trägst und auf einen Polizisten triffst, musst du eine von beiden wegwerfen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ach so. Werfen wir mal das Ding hier weg. So, wo liegt die denn? Da vorne. Lege die Waffe in deine Hand ab, indem du Waffe ablegen drückst. Standard Backspace. Habe ich doch gerade gemacht, oder? So, habe ich gemacht, Leute. Jetzt habe ich nur noch den Baseballschläger. Ist jetzt die Tür aufgegangen da hinten? Verstecken. Baseballschläger schnell unter dem Mantel verstecken. Na komm. Ist jetzt die Tür mal auf. Alter, ich hab doch alles gemacht. Ich verstehe das nicht. Warum? Okay, du brauchst den Baseballschläger. Also, heb ihn wieder auf. Unnötig. Die Polizei macht keinen Ärger, wenn du einen Schläger trägst. Selbst wenn du ihn benutzt und zum Beispiel jemanden K.O. schlägst. Siehst du den Typen da drüben? Geh hinter ihn und schlag ihn so fest du kannst K.O. Die sind irgendwie ein bisschen schneller immer. Oh, das muss wehtun. Okay, um dich in der Stadt fortzubewegen, musst du wissen, wie man fährt. Geh rüber zum Wagen. Geht doch, ey. Na, endlich können wir hier mal raus. Hallo, schöne Welt. Ist das nicht ein wunderschöner Anblick? Hallo, Leute. Bam, und du? Voll auf die Nase. Nein, ey, du Wichser. Bitte. Gnade, du denn hin? Tu mir nichts. Du hockst hier runter, ey. Du elender Sack. Ich habe Frau und Kinder. Tu's ja, nicht. Ich auch, wir Junge. Gehen alle drin. Bam. Stirb. Nein. Ist ja voll das Mädchen, Alter. Kämpf doch. Egal. Du kannst jedes Auto stehlen, das du siehst, aber nur, wenn dir jemand gezeigt hat, wie man reinkommt. Versuch, das Türschloss zu öffnen. Pass auf, dass sich nicht die Polizei sieht, wenn du Autos knackst. Jetzt steig in den Wagen. Okay. Wenn du in ein Auto einsteigst, wird neben dem Kompass ein Radargerät angezeigt. Es zeigt dir die anderen Fahrzeuge in deiner Umgebung an und, wenn du nah genug bist, deinen Zielort. Fahr zum angegebenen Ort. Okay, machen wir. Also, wie geben wir denn Gas? Beschleunigung, Richtungstaste. Alter, müssen wir. Wie blöd ist das denn? Müssen wir dann auf der Tastatur, auf die, statt WR und das SD, müssen wir dann auf die Pfeiltasten zurückgreifen? Oh. Alter, fuck. Müssen wir hin, rechts. Okay, jedes Auto hat einen Tempobegrenzer, mit dem du die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fahren kannst, ohne sie zu überschreiten. 60 km/h. So brauchst du keine Angst zu haben, von der Polizei wegen zu hoher Geschwindigkeit angehalten zu werden. Auf dem Radar werden die Polizeiwagen blau dargestellt. Schalte den Begrenzer ein und fahre in die angezeigte Richtung. Fuck. Moment. Scheiße, ich muss doch. Oh, da ist ja gar kein Gegenverkehr. Boah, warte mal, dann machen wir ein paar Sprünge. Der Kabel, ey. Gucken, was die so kann. Bäm, oha. Shit, ey, das Ding ist halt langsam, ne? Das ist so eine Teststrecke.
Bam, 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 bam. Tempobegrenzt habe ich doch gerade an, Alter. Verarschen. Manchmal muss man sich auch bei voller Fahrt verteidigen. Du kannst den Fahrer schießen, okay, aber nur mit einer Handfeuerwaffe. Nimm einen Colt und versuch es. Oh, euer Ernst jetzt? Der ist so ein Wichser, der Typ, ne? Oh, Alter, jetzt müssen wir wieder zurückfahren, ey. So ein Esel, ey. Scheiße. Oh, das ist doch scheiße, sowas. Ihr Assis, ey. So was macht man nicht, der hat uns voll reingelegt, ey. Hab ich die ganzen Waffen dahin geschmissen, ey. Voll unnötig. So, aussteigen, mein Freund. Ah, so eine Zeitverschwendung, ne? Mann. Wir hätten schon längst das Tutorial hier mal... Tutorial, sag ich schon. Einführung hätten wir schon längst mal schaffen können. Da liegen noch die Waffen. Ah, der andere... Gut, das andere Ding, Alter. Hab ich das auch hier hingeschmissen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Oder war das hier irgendwo? Kein Plan. Egal, eine Waffe reicht uns, ja. So, steigen wir mal ein. Das Coole ist auch, man kann so sagen, okay, ich steige auf dem Fahrersitz, vorne einsteigen. Hinten kann man, glaube ich, auch einsteigen. Ja, mal fahren wir jetzt mal. Warte mal, das müssen wir mal ändern. Das ist ja voll zum Kotzen, ey. So, Auto, hier, beschleunigen. So, hochschalten wollen wir eh nicht. Ich mache das automatisch. So. Viel angenehmer. So, nehmen wir mal das... Karre. Ah, cool. Neben der Feuertaste drückt, kannst du schon umsehen an der Fahrerseite. Funktionsauto. Achso, okay, dann drück mal einfach die rechte Maustaste. Läuft jemand vor dem Wagen auf der Straße, solltest du ihn warnen, indem du auf die Hupe drückst. Habe ich gemacht. K. Hör zu, du willst bei der Arbeit nicht die Aufmerksamkeit auf dich ziehen, also achte auf die Polizeistreifen, die in der Stadt kontrollieren. Begehst du ein leichtes Vergehen, wird ein Symbol für ein Bußgeld angezeigt. Bleib einfach stehen und zahl das Bußgeld. Dann kannst du gehen. Wirst du bei einem schweren Vergehen erwischt, erscheint ein Handschellensymbol. Du kannst versuchen, der Polizei auszuweichen, aber wenn sie dich erwischen, wirst du verhaftet. Zu guter Letzt, versteck deine Waffe immer, wenn du in der Stadt bist. Wird die Polizei auf Schüsse aufmerksam, wird das Symbol einer Pistole angezeigt. Jetzt sucht dich jeder Polizist in der Stadt und sie werden das Feuer erwidern. Wie du da rauskommst, ist deine Sache. Das war's. Und jetzt dann liegt es bei dir, dafür zu sorgen, dass etwas aus dir wird. Ja, easy. Das war ja locker, locker flockig. Geht euch heran, um die Einführung zu beenden. So. Moment mal, erstmal wollte ich nochmal einen geilen Sprung machen. Warte mal. Bevor wir hier rausgehen müssen. Alter, warum blickt der immer? Nein, scheiße, nicht auf dieses Testgelände. Da vorne hin. Und Alter, die Karre wird so geschrottet. Boah. Shit. Oha. Das Ding lebt noch. Hat das Ding Heckantrieb oder was? Vielleicht können wir ja driften. Fett, ey. Was gehen die hier spazieren mit dem Grün, ne? Irgendwie orientierungslos. Oh. So, okay, wo müssen wir hin? Wo ist die Karte? Vorne ist die Tür. Boah. Die ist schon hier vorne, die Tür. Alles klar. So, aussteigen, mein Freund. Was habe ich für eine coole Mütze an, ne? Voller Gangster. Welche Tür war das denn jetzt? Irgendeine von denen, oder? Ah, hier. Alles klar, gut, dann haben wir ja die Einführung geschafft mit gewissen Hindernissen. Und ja, in der nächsten Folge spielen wir dann das neue Spiel. Und dann fangen wir mit der Story an. Also, nichts verpassen und in der nächsten Folge einschalten.